Die katholische Kirche und der Missbrauch von Kindern. Dieses Thema beherrscht unsere Schlagzeilen. Wir haben einen Mann begleitet, der als Bub 4 Jahre lang von seinem Gemeindepfarrer sexuell missbraucht wurde. Und das Unfassbare, heute ist er selbst Pfarrer. Mein Kollege Alois Biel aus der Kirchenredaktion über die unglaubliche Geschichte. Also geht viele Jahrzehnte zurück. Einige Monate nach meiner Erstkommunion, der eine sehr gute Vorbereitungszeit vorangegangen war, lud mich mein damaliger Heimatpfarrer über meine Eltern ein, ihn zwischen den Weihnachtstagen in sein Elternhaus zu begleiten, weil er seine Familie besuchen wollte. Ich war damals 9 Jahre alt. Ja, wir sind dorthin gefahren und am ersten Abend, als es Zeit war, dann zum Schlafen zu gehen, es gab ein altes Elternschlafzimmer im Dachgeschoss des Hauses. Dort war ein Ehebett vorhanden und das war für uns beide vorgesehen. Und als wir dann zum Schlafen uns legten, da kam es dann zu ersten Übergriffen. Es war auch so, dass ich nie im Gästezimmer übernachten konnte, sondern immer im Schlafzimmer des Pfarrers übernachtete, bei ihm im Bett. Und er hat mich dann auch in den Jahren auf Urlaubsreisen mitgenommen, in unterschiedliche europäische Länder, sei es mit einem Zwei-Mann-Zelt, sei es in Pensionen. Und an all den Orten ist es immer wieder zu Übergriffen gekommen. Nein, ich habe es damals niemandem gesagt. Das, was sich ereignet hat, das, was passiert ist, war für mich selbst als Junge kaum zu verstehen, gar nicht einzuordnen. Und irgendwie habe ich mich auch selber geschämt vor dem, was da passiert ist. Und ich habe mich gar nicht getraut, zu Hause meinen Eltern davon zu erzählen. Das ist ja das Grundmotiv aller Opfer sexuellen Missbrauchs, dass sie denken, sie seien schuld an der Situation. Das darf man ja nie vergessen. Und diese Schuld, ob sie nun bewusst und groß wahrgenommen wird oder nur latent am Rande mitschwingt, die bewirkt häufig auch Entscheidungen, wo man sagt, das ist nicht nachvollziehbar, wie jemand noch etwas für den Täter tun kann. Aber tatsächlich, das ist ja das Furchtbare durch den Missbrauch, das Furchtbare, dass etwas zerbricht, aber eben etwas Neues hergestellt wird, nämlich eine nur sehr schwer zu lösende Beziehung zwischen Opfer und Täter. Ich glaube, weil es über viele Jahrzehnte erstmal ganz tief vergraben war, war im Vordergrund mein eigener Weg, mein Weg der Berufung. Ja? Das sind zwei verschiedene Dinge. Das, was ich erlebt habe, das Verbrechen des Missbrauchs und der eigene Weg zu spüren, die Kirche ist für mich Heimat. Ich habe eine Berufung gespürt für diesen Weg. Und ich bin meinen Weg gegangen. Es gab Momente, wo ich überlegt habe, ich höre auf. Kann ich in dieser Kirche weiterhin meinen Dienst tun? Kann ich als Priester meinen Dienst tun, wo gesellschaftlich gesehen alle Priester über einen Kamm geschert werden und als Missbrauchstäter hingestellt werden? Kann ich in dieser Kirche, in der Vertuschung über Jahrzehnte stattgefunden hat, in der von
Amtsträgern bis in die hohen Etagen Missbrauch getan wurde, kann ich in dieser Institution weiterhin bleiben? Das hat bei mir schon eine große Lebenskrise auch hervorgerufen und merkte dann auch, dass ich fachliche Hilfe brauche. Also ich habe mir dann einen Psychologen gesucht, der mich auf diesem Weg begleitet hat, auch in der Form der geistlichen Begleitung. Und ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, der Herr hat mich in diesen Dienst gerufen, auch mit meiner Biografie. Und ja, ich spüre, er gibt mir die Kraft dazu, auch meinen Dienst zu tun. Unbewusst auch, ja, zu sagen, es gibt in der Kirche nicht nur Täter, sondern es gibt in der Kirche auch viele Priester, die aufrichtig, ehrlich, mit der ganzen Liebe ihres Herzens diesen Dienst tun. Allein im Erzbistum München und Freising gab es seit 1945 knapp 500 Missbrauchsfälle. Zu diesem Ergebnis kommt ein Missbrauchsgutachten, das vor kurzem in München vorgestellt wurde. Es hat eine Schockwelle ausgelöst und die gesamte katholische Kirche in Deutschland in eine tiefe Krise gestürzt. Die Anwälte der Kanzlei WSW werfen auf den rund 1900 Seiten umfassenden Gutachten den Amtsträgern vielfaches Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen vor. Das Erzbistum selbst hatte das Gutachten vor 2 Jahren beauftragt. Wesentlicher Bestandteil unseres jetzigen Gutachtensauftrags ist die Feststellung von Verantwortlichkeiten und Verantwortlichen und deren Benennung. Es geht auch und insbesondere um individuelle Schuld, die mit systemischen Gegebenheiten einhergeht, die einerseits Fehlverhaltensweisen fördern, andererseits die gebotenen einzig adäquaten Reaktionen behindern, wenn nicht gar verhindern. Zu beleuchten ist das erschreckende Phänomen der Vertuschung. Eine Woche nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens hat nun auch das Erzbistum ausführlich Stellung genommen. Kardinal Reinhard Marx als Erzbischof nannte das Gutachten die dunkle Seite in der Geschichte. Im letzten Jahr habe ich Papst Franziskus geschrieben und auch zuvor schon an anderer Stelle benannt, dass für mich die größte Schuld darin besteht, die Betroffenen übersehen zu haben. Das ist unverzeihlich. Es gab bei uns, und ich bin seit 25 Jahren Bischof, kein wirkliches Interesse an ihrem Schicksal, an ihrem Leiden. Das hat nach meiner Auffassung auch systemische Gründe. Und zugleich trage ich dafür als amtierender Erzbischof moralische Verantwortung. Deshalb bitte ich als erstes noch einmal persönlich und auch im Namen des Erzbistums bei Ihnen, den Betroffenen, um Entschuldigung für das, was Sie erlitten haben im Raum der Kirche. Über konkrete Veränderungen werde jetzt beraten. In einem Jahr wolle er diese dann vorstellen. Bereits eingerichtet ist eine Anlaufstelle für Betroffene. Es gibt seit längerem einen Betroffenenbeirat und eine Aufarbeitungskommission mit Opfern, Psychologen und externen Experten. Man wolle den Dialog verstärken, so Marx. Vor allem gehe es jetzt um Prävention und Aufarbeitung. Erste personelle Konsequenz betrifft den Leiter des katholischen Büros Lorenz Wolf, dem in 12 Fällen Fehler vorgeworfen werden. Mit dabei bei der Pressekonferenz waren auch 2 Betroffene. Mir geht's gut, weil doch ein Großteil dessen, was wir heute in der Pressekonferenz gehört haben, schon ein klares Zugehen auf Betroffene ist und eine klare Wahrnehmung auch dessen, was so wesentlich jetzt ist in der nächsten Zukunft. Ich sehe das schon als einen großen Wendepunkt an jetzt in der Wahrnehmung und in der Aufarbeitung in Zukunft. Denn dieses Gutachten hat ja unmissverständlich und klar aufgezeigt, was die Ursachen sind.
Und die kann man ja nicht mehr wegdiskutieren. Und ich glaube gleichzeitig, dass es noch ein harter, steiniger Weg sein wird. Aber ich bin vorsichtig, positiv und zuversichtlich. Es wird auch sehr deutlich, gegen welche Widerstände diejenigen kämpfen mussten, die sich innerhalb dieser Institution für Aufarbeitung, für angemessenen Umgang mit Betroffenen, mit Opfern einsetzen. Also ich erwarte wirklich ganz konkrete, ganz klare Handlungsmaßnahmen und ich kann es mir nicht vorstellen. Man kann es sich letztendlich nicht mehr erlauben, nicht zu reagieren und sich in Hochglanzreden zu ergießen und es dabei zu belassen. Dazu gehören auch Reformen und die erwarten die Menschen jetzt. Das stimmt, Reformen braucht es dringend und darauf hofft auch der Mann, den wir getroffen haben. Er ist heute katholischer Priester, obwohl er als Bub selbst jahrelang von seinem eigenen Gemeindepfarrer missbraucht worden ist. Jahre später, als es um meine Priesterweihe ging, musste ich ja auch in meiner ursprünglichen Pfarrgemeinde dann einerseits Unterlagen anfordern, andererseits dann auch später die Nachpremitz feiern. Es gab auch dann eine Einladung zur Feier meiner Heimatpremitz. Es wusste ja keiner, weder von ihm noch von mir, was dort geschehen ist. So war er also bei diesen Feierlichkeiten dabei. Ich habe mich da aber sehr zurückgehalten. Es war aber auch zu dem Zeitpunkt, wo es mir noch gar nicht so in der Tiefe bewusst war, was da eigentlich geschehen ist oder weil es so tief verdrängt war. Die Krönung war natürlich dann, als er starb, ich von seiner Familie angefragt wurde, die bis heute vermutlich nicht wissen, was mit ihm war. Ob ich die Ansprache zu seiner Beerdigung halte. Ich habe das damals getan. Und da ist wieder so diese Spaltung zwischen dem, was ist mein Dienst, mein Auftrag, und dem, was ist der andere Teil meines Lebens. Und es geht nur so, immer wieder auch in diesem Gespaltsein auch. Die Ansprache habe ich halt so formuliert, was man so erwartet von einer Beerdigungsansprache für einen Priester. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich am Nachmittag an dem Grabhügel stand und so für mich dachte oder irgendwie selbst auch so vor mich hin formuliert habe, und jetzt ist Schluss. Aber es war ein Irrtum, es war nicht Schluss. Denn erst da brach viel mehr auf, was mich dann über Jahre entsprechend mit Hilfe von außen, psychologischer Hilfe, dann auch weitergebracht hat. Also das Entsetzen ist häufig nicht in Worte zu fassen. Nicht, dass eine ganz komische Mischung, dass die Welt plötzlich irreal wird. Das ist gekennzeichnet durch größte Angst, manchmal auch durch größte Wut, manchmal auch durch Schuld. Also es ist eine ganz merkwürdige Vermischung von Emotionen. Und erst wenn man wirklich, wie soll man sagen, sehr weit fortgeschritten auch in der Bearbeitung dieses Missbrauchs ist, dann kann es vielleicht gelingen, dass man sich selbst emotional sehr klar positioniert. Aber insbesondere wenn es um einen Missbrauch in der Kindheit und Jugend geht, ist bei den allermeisten trotzdem noch die Angst da, sich nicht wehren zu können, ausgeliefert zu sein, genauso zu erstarren, wie man das möglicherweise als Kind oder Jugendlicher getan hat. Also es ist eine fulminante emotionale Reaktion bei sehr vielen. Ich glaube, dass ich durch meine eigene Biografie und das, was ich erlebt und erfahren habe, auch ein Stück ein Verwundeter bin. Und ich glaube auch, dass das eine ganz gute Voraussetzung ist oder ein ganz wichtiges Fundament für diesen Dienst als Priester, nämlich
dass ich mit den Menschen mitleiden kann, dass ich empathisch bin, ja, dass ich nachempfinden kann, wie es ihnen geht, dass ich nicht als Priester hier irgendwo oben stehe und auf Menschen hinunterschaue, sondern wirklich auf Augenhöhe mit all denen, die auch unterschiedliche Verwundungen in ihrem Leben erfahren haben. Wenn ich einen großen Wunsch hätte oder ein Wunsch erfüllt werden dürfte, dann würde ich sagen, ich würde gerne mal mit Papst Franziskus in einem 4-Hour-Gespräch genau das erzählen, was das heißt für einen Priester, diese Lebensgeschichte oder diese Erfahrung zu haben. Und wie man trotzdem in Freude und Hoffnung seinen priesterlichen Dienst auch tun kann. Ich glaube, verzeihen kann man erstmal nur, wenn der andere auch Reue zeigt. Das ist natürlich schwer, wenn derjenige, der Täter ist, nicht mehr lebt. Ja? Also Reue gehört zum Verzeihen dazu. Vielleicht wird auch von einem Priester erwartet, dass er viel, viel zügiger im Verzeihen ist. Also ich tue mich da sehr schwer mit Verzeihen. Vielleicht komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich das kann. Aber vergessen, glaube ich, werde ich es nie. Ja, was für eine Geschichte.